Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier von Nordfriesischem Marsch vierfach am Sonntagmorgen. Eine wunderschöne wünsche ich euch. Wir hatten ja so ein bisschen Probleme mit dem Radlader an der BGA, beziehungsweise wahrscheinlich die BGA selber macht Probleme, beziehungsweise vielleicht sogar die Silo-Wende der BGA. Es gibt viele Problemstellen hier auf in diesem Spielstand, aber nichts, was uns irgendwie jetzt aufhalten würde, und deswegen haben wir heute Plan B am Start. Und Plan B sieht so aus, dass wir, oh ja, moin, dass wir hier vollfüllen. Warte, wir machen das aber anders. Wir fahren ein bisschen, ich werde da gleich einen Kurs draus bauen. Ich sage das gleich mal. Ich will nur, dass es ein bisschen höher rausgeht. Okay, höher ist halt nicht. Dann machen wir das eben so. Fahren wir halt ein bisschen weiter weg. Ne, ist ja auch kein Problem. Es ist eigentlich ein ganz simpler Kurs. Ganz simpel. Wir gehen hier rauf, einstellen. So, jetzt warten wir einfach mal einen Moment. Und fahren einfach mal los, ne? Wie viel und so weiter, das ist ja nicht relevant. So, wichtig ist nur, nicht zu doll, ne? Hier rein. Knapp ist gut, aber zu eng ist auch nicht gut. So, abladen. Und dann fahren wir wieder aufladen. So, das ist es. Das ist der ganze Kurs. Es ist einfacher wahrscheinlich wie gedacht, aber ich denke, es könnte funktionieren. Und wir sind auf dem Radar nicht angewiesen. Weil wenn das... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Problem löse. Das ist mein weiteres Problem hier. Wenn ihr da eine Lösung für habt, für diesen Gras-Häckselgut-Streifen in der BGA, weil ich glaube, das ist... Oder laut Tensuku ist das auch ein Problem dafür, dass man... dass der Radar nicht mehr läuft. Das ist halt die Geschichte. Wartest du beim Aufladen? Okay, den gehen wir später nochmal. Wir sperren das jetzt einfach mal abspeichern, weil ich denke, das funktioniert. Silo fahren BGA intern. Silo 1. So, wir schauen da ab und zu mal hin und wenn... Hallo, das ist die Vorfahrt genommen. Und wenn das klappt, dann klappt das, ne? Was willst du da jetzt? Hat den Überladepunkt erreicht? Das ist natürlich super. Da komm, ich sehe das mal Meldung von dir. Das ist natürlich auch geil, ne? So, den kann man wieder nach Hause schicken. Oder ist der... Ist, geht da noch was? Ah, der ist zurückgerollt, ne? Mach mal voll die Hütte, Johannes. Jetzt ist voll. Wir müssen kurz mal luschern, ob das hier klappt. Stehen. Warum bleibt er nicht stehen? Erkennt er das Förderband nicht als, okay, warte, muss ich gleich nochmal rein. So, du fährst erstmal nach Hause, mein Freund. Genau, dich wollte ich auch schon lange weiterschicken, ne? Eieiei. Da werden wir wohl was vergessen hier, du. So, Stroh ab. Stroh sieht gut aus hier auf der 19. Was war das für ein Feld nochmal? 19, ja. Das ist hier die 1. Da müssen wir auch mal spritzen. Da haben wir auch keinen 40 Meter Kurs, ne? Ich glaube, das Fass oder diese Spritze allgemein hatten wir noch nicht so häufig im Einsatz, dass wir da jetzt wirklich schon überall Kurs dafür haben. Alter Schwede, das ist eine dicke Spitze. Damit musst du auch fahren können, ne? Ich kann's nicht. Sag's euch, wie es ist. Ich kann's nicht. Ja. So. Dann werden wir mal einstellen. Feld Nummer 1. Also hier blinkt schon wieder. Feld Nummer 1. Rundherum einmal vorher. Das reicht vollkommen. Bin ja gespannt, wie es fährt, ne? Bin ja wirklich gespannt.
Bin ein bisschen zu weit links, glaube ich. Speichern. F1. Spritzen 40 Meter. Wir müssen uns da mal einen Moment Zeit nehmen, um da vielleicht mal kurz nach Hause einzufahren. Ne? Ja, Freunde der Sonne. Bei euch läuft nicht so, habe ich das Gefühl. Ne? Einfach einen Moment warten. Einfach einen Moment warten. So, ja, du nimmst jetzt immer nur ein bisschen mit, ne? Was ich nicht so geil finde. Silage. Wieso denn den Überladepunkt? Ich habe doch gesagt, du sollst hier Abfahrer beladen am Startpunkt. Ja, ist doch super. Die Frage ist nur, warum er... Ich habe das hier wahrscheinlich eingegeben. Warum man nicht stehen bleibt. Also beladen am Startpunkt heißt doch am Startpunkt stehen bleiben, beladen, los geht's. So ist meine Auffassung von beladen am Startpunkt. So, beladen. Stehen bleiben, stehen bleiben. Hä, warum... Warum tut er denn das dann nicht tun, du? Ich hab gerade nochmal geguckt, ob vielleicht der... Vielleicht das Förderband als Ding gilt, ne? Als Rescher. Das wär super, aber ist leider nicht der Fall. Weil sonst wäre das ja ein Katzenschlecken. Sag mal Katzenschlecken. Ah ja, moin. Hey, hat da irgendwer wieder reingerammt da hinten? Sag mal. Okay, da muss ich nochmal fragen, wie ich da am besten vorgehe. Natürlich können wir auch ein Förderbandkette bauen, das ist ganz klar. Aber da habe ich nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Also wäre wohl, ne? Würde ich wohl irgendwie. Aber wenn sie sein muss, muss ich sein. So, mein Freund, aufladen. Ich würde sagen, 100.000 Liter lass mal gut sein bei dir. Wir können aber schon mal schauen, die Kühe brauchen. Ne? Dum, 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 dum. Ich glaube, ich werde den Modder, der uns diesen Anhänger gemacht hat, erstmal nochmal fragen, ob er uns vielleicht eine 100.000 Liter Version baut. Beziehungsweise das kann ich selber umbauen. Das kann ich. Das ist so einfach, die Kapazität einzustellen. Da werde ich uns einfach 100.000 Liter Anhänger bauen und gut ist. Weil was anderes macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt nur wenige Stoffe, also Rohstoffe bzw. Güter, die ich, wo ich wirklich mehr laden kann als 100.000 Liter, die keine Probleme machen. Das sind wirklich ganz, ganz wenige. Also die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Zum Beispiel Stroh. Wäre jetzt kein Beispiel. Gewusst hätte, Stroh wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Und 100.000 Liter ist ja auch viel, ne? Das muss man auch so sagen. 100.000 Liter ist schon viel. Also das wäre jetzt wirklich, wer jetzt sagt, ah, das ist aber nicht so viel. Doch, doch, das ist wirklich viel. Der Lexion muss entladen werden. Ja, der Abfahrer ist doch schon unterwegs, meine Freunde. Warte doch einfach einen Moment. Der ist noch am Aufladen. Das geht auch nicht so schnell, ne? So, ich glaube, du kannst wieder zurück. Wie viel Milch haben wir denn eigentlich? 16.000 Liter zahlt die noch nie aus. Du kannst eigentlich zu BGA. Wir können eigentlich auch einen automatisierten Kurs machen, ne? Weil es geht ja eigentlich alles über diese Düngerproduktion hier. Weil ich damit Geld verdiene. Natürlich könnte ich die Gärreste auch ausbringen, aber das wäre irgendwie zu... Nee. Nee. Vielleicht irgendwann später. So, das haben wir gemacht. Ist der hinten höher? Ein bisschen, ne? Nee, wir holen jetzt nochmal Migration. Wir könnten schon viel, viel mehr machen, aber ich brauche da ein bisschen Zeit für das hier nicht. Erstmal noch ein bisschen Mischration verteilen, das ist auch wichtig. Richtig und wichtig. Ich fahre zu schnell, ne? Ich fahre schon wieder viel zu schnell. Dim, 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 dim. Genau, dann habe ich noch einen Kommentar gesehen, ich muss wohl die Schichtarbeit aktivieren bei dem 120, das können wir alles reinmachen. Bei der... Was ist hier rot? Erdhaufen, okay.
Beim Zement? Nee, nicht beim Zementwerk. Irgendwo war das gewesen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Aber hier wird fleißig produziert, ne? Das geht auch alles in Paletten weg. Sehr schön. Zeltstein-Fabrik hat keine Arbeit mehr. Das weiß ich. Es fehlen Hackschlüssel. Das ist ein großes Manko. Da müssen wir uns drum kümmern. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir da was herbringen, ne? Brückenbau, auch schön. Wie lang... No! Ohohohoho. Es ist eigentlich schon... Müsste fertig sein. Holzstamm. Ja, geht, aber dauert auch ein bisschen. Käserei läuft. Kiesgrube läuft. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus, muss man sagen, ne? Pelletsfabrik läuft. Wie gesagt, Holzfabrik... Holzding habe ich jetzt keine reingemacht. Wobei das nicht... Warte mal, kann ich nicht... Wir verdienen doch Geld mit dieser Zellstofffabrik, ne? Kann ich da nicht einfach was einkaufen? Ja komm, damit die Produktion zumindest läuft, ne? Da haben wir zwar kein Geld, aber das ist ja nicht so schlimm. Sägewerk läuft schon wieder nicht. Warum denn nicht? Wir haben da doch letztens erst was reingeballert. Sehr komisch. Okay, warte mal. Wir müssen mal ein bisschen Geld organisieren. Wo können wir denn Mischrationen verkaufen? Ich war der Meinung, wir konnten die irgendwo verkaufen. Mehl, Kompost, bla 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 bla. Gottes Willen. Leder, Huhn, Holzstamm, meine Güte, Vollmilch. Kuchen, Backpulver, Tomaten, Spaghetti. Tortellini, da sehe ich mich. Bienenstock, Stoff, Klamotten. Wo kann man denn normale Mischstationen verkaufen? Die konnte ich verkaufen, oder? Hier, Futter. 1500 bei Getreide AG. Da fahren wir hin. Da fahren wir hin. Hof aus, Getreide AG. Da sind wir dabei. Ne? Da fahren wir hin. Wie gesagt, die Kühe haben noch ein bisschen zu fressen. Das ist okay. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass Geld reinkommt. Ne? Geld ist einfach wichtig hier. Egal für was. Der MP-Tag. Kommst du da runter, Alter? Ah, du sitzt auf da hinten. Wieder so ein Aufsichtsproblem, ne? Hab ich die Woche schon mal gehabt. Alter, er rattert auch über alles drüber, was nicht bei drei am Baum ist. Haben wir für dich irgendwas? Wie sieht denn eigentlich der Kompostmaster aus? Das muss man auch mal checken, ne? Oh! Kollege! Auftrag! Wie gesagt, solange die 19 nicht von Stroh befreit ist, brauchen wir die Sämaschine nicht losschicken. Und da ist mir noch tatsächlich... Moin Max! Da ist mir noch tatsächlich viel lieber, dass wir ein bisschen Kompost verkaufen, ne? Und da haben wir ja die Power, die wir brauchen. Und da werden wir jetzt einfach mal den Anhänger voll machen, würde ich sagen. So, wo gibt denn das am meisten für Kompost? Kompost, 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 Kompost. Da. 461, nee, Quatsch, 578 beim Hafen. Schön, schön, nee, schön. Freut mich. Dauert aber auch wieder einen Moment, ne? Drescher ist unermüdlich im Einsatz. Der ist jetzt voll, den werden wir mal abladen. Ich weiß gar nicht, ob da alles reingeht. Ich habe den Kurs mal gespeichert, aber ich weiß nicht, ob der wirklich gut ist, der Kurs. Müssen wir mal schauen. Aber ich sag mal so, solange hier voll ist... da ist die Treppe. Solange hier voll ist, ist ja kein Problem. Bin gar nicht sicher, ob da alles reingeht jetzt. Schon ordentlich was hier weggeht. Das muss man schon so sagen. Die Abrechnung bin ich ja gespannt, ne? Also ich bin ja ein großer Freund davon, einen profitablen Kontostand zu haben im Spiel. Aber bin gespannt, ich finde, ich weiß es nicht genau. Können wir auch so rumfahren. Ist mir schon egal jetzt. Und wie gesagt, wer die Dienstagsfolge nicht gesehen hat, das hier ist mein Problem. Warte. Das hier, seht ihr das? Dieser Rand hier, das ist das Problem. Ich glaube, es ist sogar ein großes Problem. Ja. Hallo?
Oh Gott. Du machst das, bin ich mir sicher. Ah, da geht die Mischstation weg, ne? Okay, das läuft schon mal, das ist schon mal gut. Hier wird abgetankt. Da müssen wir jetzt mal kurz ein Äuglein drauf werfen, ne? Weil er hat die Angewohnheit, rechts einzuschlagen und komplett auf den Drescher drauf zu fahren. Das verstehe ich nicht. So, hier sehen wir oben den Lexion. 20% ist er noch. Da warten wir uns noch einen Moment ab, bis er leer ist. Und dann bin ich gespannt, wenn er wieder nach rechts abbiegt, dann weiß ich irgendwie nicht, was ich hier noch machen soll. Guck, seht ihr das? Warum? Warum macht er das? Der fährt voll im Möhre den Drescher rein. Verstehe ich nicht sowas. Gut, ist aber nicht so schlimm. Für heute sind wir erstmal fertig, liebe Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns bereits am kommenden Dienstag wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.